Ja, ich möchte Ihnen heute ein Werkzeug vorstellen, das Ihnen als Lehrende dabei helfen kann, Texte von Studierenden rasch auf Plagiatsversuche zu überprüfen. Die Firma Plugaware hat ein gleichnamiges Produkt entwickelt, das von vielen deutschen Hochschulen inzwischen genutzt wird, unter anderem die Uni Freiburg, in Marburg sind sie auch, in Leipzig und auch in einigen Forschungsinstituten aus der Leibniz-Gruppe. Aber das soll hier keine Werbeveranstaltung sein. Ich werde von denen auch nicht bezahlt. Also gehen wir einfach mal in Medias Res und ich zeige Ihnen, was das Produkt kann. Genau. Zuallererst einmal, wenn Sie an der Universität Bremen lehren sollten, dann können Sie dieses Produkt kostenfrei und vor allen Dingen auch unbegrenzt für die Überprüfung von studentischen Arbeiten nutzen. Das geht auch bis zur Dissertation. Und es gibt natürlich einen Lizenzschlüssel von der Universität Bremen, den wir leider jetzt nicht so veröffentlichen können. Aber als Lehrende haben Sie natürlich die Möglichkeit, den bei uns anzufordern. Und da schreiben Sie einfach an plugaware@uni-bremen.de und dann bekommen Sie den von uns zugeschickt. Bevor wir jetzt in das Programm selber reingehen, will ich Ihnen noch kurz was zur Rechtslage sagen. Das ist ja auch immer so eine Frage, die gerne auftaucht. Darf ich das überhaupt? Was darf ich mit den Sachen machen? Und wie läuft das ab, dass ich mich da in rechtlich sicheren Bahnen bewege? Also zuallererst mal, im Gegensatz zu dem Vorgehen, wie wir früher damit umgegangen sind, brauchen wir keine explizite Einwilligung des Studenten oder der Studentin mehr, um ihre Arbeit mit Hilfe einer qualifizierten Software auf Plagiatsvorwürfe zu untersuchen. Denn das ist abgedeckt durch den Paragraph 18 des allgemeinen Teils der Bachelor- und Masterprüfungsordnungen an der Universität Bremen. Das heißt aber nicht, dass wir damit machen können, was wir wollen. Denn die dauerhafte Speicherung des Textes ist immer noch freiwillig. Das heißt also, hier brauchen wir eine explizite Einwilligung der Studierenden, die auch jederzeit widerrufen werden kann. Da empfehle ich, damit alle auf der sicheren Seite sind, dass Sie den Studierenden auch sagen, holen Sie sich die Eigenständigkeitserklärung unter dem Formularteil beim Zentralen Prüfungsamt. Das ist mit der Rechtsstelle abgeklärt. Da können Sie ankreuzen, was erlaubt ist und was nicht, und sind so auf der sicheren Seite. Diese Einverständniserklärung ist auch mit der Eigenständigkeitserklärung verknüpft, dass der Text eigenständig erstellt wurde, sodass Sie da gleich das zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen haben. In jedem Fall müssen aber datenschutzrelevante persönliche Informationen aus dem Text entfernt werden. Das heißt also, wenn Sie den hochladen, sollten Sie auf jeden Fall oder müssen Sie auf jeden Fall Name und Adresse des Autors, der Autorin entfernen, die Matrikelnummer, alle Hinweise, also auch ich widme diese Masterarbeit meiner Mama Gerlinde Schubert, muss alles raus. Es dürfen keine Rückschlüsse auf die Person, die das Ding verfasst haben, mehr da vorhanden sein. Wenn Sie also jetzt diese Lizenz bei Plugaware haben und eine Datei überprüfen wollen, dann können Sie das mit mehreren Möglichkeiten tun. Sie können einfach ganz normal auf den Button Datei hochladen klicken, können einen Text Copy-Paste machen, mit Text einfügen, Sie können eine Website verlinken, Sie können direkt aus Ihrer eigenen Bibliothek etwas rüberziehen oder Sie können auch einfach mit dem ganz praktischen Drag-and-Drop-Verfahren aus einem Fenster auf Ihrer Desktop-Oberfläche die Datei in das große Fenster, das wir hier sehen, reinsetzen. Am idealsten sind Dateien, die auch aus dem Textverarbeitungsformat kommen, also DocX oder auch Textdateien. Er nimmt auch PDF, allerdings weist die Firma Plugaware selber darauf hin, dass es bei PDF zu ja nicht so einer guten Überprüfungsrate kommt wie bei anderen Textverarbeitungen. Also Sie können dann bei Textumbrüchen häufig nicht erkennen, ob es sich hier um einen paraphrasierten Text eines bereits vorhandenen Textes handelt oder es kann es zumindest wesentlich schwerer erkennen. Also ideal sind immer DocX ist sicher inzwischen oder andere Textverarbeitungsdateien. Ganz wichtig ist, Sie sehen hier noch den Button Text zur Bibliothek hinzufügen, der ist standardmäßig eingeschaltet. Das bedeutet, wenn Sie das eingeschaltet lassen, dann haben Sie hoffentlich die Einverständniserklärung des Autors, der Autorin, um den Text in der Bibliothek zu speichern. Falls Ihnen das aus Versehen durchrutscht, können Sie es hinterher auch immer noch wieder manuell aus der Bibliothek löschen, falls Sie diese Einverständniserklärung nicht haben. Auf der anderen Seite des Textes sehen Sie auch noch, wo er suchen soll, nämlich in Online-Quellen und in der Bibliothek. Online-Quellen ist
Das ist das Klassische. Also er sucht das komplette World Wide Web durch, sofern es frei zugänglich ist. Also auf lizenzpflichtige Datenbanken von Verlagen etc. hat Plugaware keinen Zugriff, sondern wirklich nur auf Dinge, die ohne eine Bezahlbarriere und ohne Lizenzbarriere im Web verfügbar sind. Suche in der Bibliothek kann sich lohnen auszuschalten, wenn man weiß, ich habe eine alte Version dieses Textes schon in der Bibliothek drin. Denn dann würde er ja quasi doppelt alles nochmal finden und würde es fälschlicherweise als Plagiat ansehen. So sieht diese Bibliothek aus. Das sind die Texte, die mir erlaubt wurden, in der Bibliothek zu belassen. Sie sehen auch hier, die Namen sind auch verändert worden. Das ist auch ganz klassischer Fall, dass man zwar sich die Mühe macht, alles zu schwärzen und wegzulöschen, aber die Datei trägt dann trotzdem noch den Namen des Studenten oder der Studentin. Das sollten Sie natürlich auch ändern. Gleichzeitig sollten Sie ein System entwickeln, mit dem Sie auch die Datei trotz dieser Anonymisierung verlässlich wiederfinden. Denn wenn eine Einverständniserklärung widerrufen wird, dann müssen Sie die Datei natürlich auch löschen. Und wenn Sie nicht mehr genau wissen, unter welchem hieroglyphischen Namen Sie sie abgespeichert haben, könnte das schwierig werden. Diese Bibliothek ist aber nicht nur für Sie da, sondern auch für alle anderen an der Uni Bremen, also alle mit derselben Lizenz, aber die haben dort keine Zugriffsrechte. Die Bibliotheken werden aber bei allen Suchen, wo angegeben wird, bitte auch in der Bibliothek suchen, werden ihre Dateien mit untersucht und bei Fundstellen werden diese Fundstellen als markierte Teilausschnitte angezeigt. Hier gibt es bereits einen Tag von einem anderen User, der genau diese Textpassage beinhaltet. Mehr sehen die aber nicht. Die können dann aber, oder auch Sie können dann mit der Person, der dieser Text gehört, in Anführungszeichen, Kontakt aufnehmen. Ich würde gerne mehr von diesem Text sehen. Im Normalfall reicht es aber eigentlich aus, dass man diesen Textausschnitt hat. Das ist eigentlich hauptsächlich aussagekräftig genug. Wie sieht dann so ein Prüfbericht aus? Das ist dann ungefähr so, das ist zum Beispiel von mir. Sie sehen hier, einige Sachen sind markiert. Wir haben einen Verdachtsfall von 2,01%. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Und wenn Sie genauer hingucken, sind das alles Buchtitel und bibliografische Angaben. Also nichts davon ist wirklich ein Plagiat, sondern es sind halt die Sachen, die er irgendwo anders gefunden hat. Wir sehen hier auf der linken Seite neben dem Text können Sie jede einzelne Fundstelle können Sie markieren und sich A mit der kleinen Weltkugel anschauen lassen oder unten drunter mit dem gelben Dreieck können Sie sagen, ja, ist okay, dann kriegen Sie so einen grünen Haken, wie beim ersten Beispiel schon angeführt. Oder Sie können diese Fundstelle auch komplett ausschließen. Da habe ich gemeint, ja, also ich weiß, dass es das gibt, aber das brauche ich jetzt trotzdem nicht. Es ist hilfreich, in diesem Zusammenhang schon Literaturlisten, die an der Arbeit dranhängen, schon im Vorfeld zusammen mit den persönlichen Angaben des Autors, der Autorin, rauszulöschen, weil sonst haben Sie erstmal die letzten Seiten 100% Trefferquote häufig, weil eben er kann nicht unterscheiden zwischen, das ist eine Quellenangabe oder das ist ein Text oder das ist ein Zitat aus einer Quelle. Das müssten Sie manuell sich dann angucken. Auf der rechten Seite sehen Sie, mit welchen verwendeten Einstellungen diese Suche jetzt durchgeführt wurde. Die können Sie aber natürlich auch in den Einstellungen ändern. Dazu kommen wir gleich. Minimaler Phrasenabstand bedeutet in dem Zusammenhang, er geht nicht weiter als 125 Zeichen auseinander, um zusammenhängende Textbausteine zu identifizieren. Also häufig wird ja bei paraphrasierenden Textteilen, wird ja dann irgendwas zwischendrin eingefügt oder ein bisschen verändert. Und wenn das also genug verändert wurde, dann erkennt er das natürlich nicht mehr. Das heißt also, je größer der Phrasenabstand ist, desto mehr sucht er, desto länger braucht er natürlich auch, desto mehr sucht er aber nach Zusammenhängen. Also bei kleineren Phrasenabständen haben wir dann das Problem, dass es 1:1 derselbe Text sein muss, damit er das erkennt. Die Einstellungen können Sie hier in der Konfiguration vornehmen. Da sehen Sie auf der einen Seite, ja, Suche in der Bibliothek ist klar. Das ist Ihre Bibliothek und die aller anderen, aber nur an der Universität Bremen, also nur innerhalb der Lizenz. Texte zur Bibliothek hinzufügen, das kann man automatisch so einstellen. Man kann es aber auch
wegmachen, damit es nicht automatisch beim Hochladen schon passiert, dann müssten Sie es manuell einstellen. Setzt den Fall, dass Sie viele Leute haben, die eben sagen Nein. Quellen anhand der Whitelist ausschließen bedeutet, Sie können eine Whitelist anlegen, in der Sie sagen, diese Sachen sollen nicht überprüft oder sollen nicht markiert werden, selbst wenn er da was findet. Und die angegebenen Quellen automatisch akzeptieren ist etwas Ähnliches. Das heißt, wenn mir eine Stelle, die von einer bestimmten Quelle kommt, als okay akzeptieren, akzeptiert er auch die anderen automatisch von dieser Quelle. Das können Sie natürlich auch ausschalten, wenn Sie das nicht möchten. Bei den weiteren Einstellungen sehen Sie ja drüben die minimale Länge einer Phrase. Da habe ich gerade schon drüber gesprochen. Und das gleiche minimale Länge einer Quelle mit Worten gezählt funktioniert nach demselben Prinzip. Die adaptive unscharfe Suche ist jedenfalls empfehlenswert, so wie es dasteht. Denn dann sucht er auch nach ähnlichen Formulierungen oder Sätzen, die nicht sehr viele Veränderungen haben, aber doch ein paar, und sucht nicht nur eins zu eins nach den Sachen, die hundertprozentig genauso sein müssen. Also das schließt zum Beispiel auch Tippfehler mit ein. Unten sehen Sie noch Standard für Lernende. Da passiert nicht viel, wenn Sie draufklicken. Da geht einfach nur Texte zur Bibliothek hinzufügen, wird ausgeschaltet. Und was Sie hier sehen, sind die Standards für Bildungseinrichtungen. Sie können das aber auch individuell an- und ausschalten und dann einfach auf Speichern gehen, und dann sind Ihre individuellen Einstellungen für Ihr Konto hinterlegt. Wenn Sie, das ist natürlich jetzt nur ein kleiner Einblick in das Ganze gewesen, wenn Sie da Rückfragen haben oder weitere Beratungsbedarfe existieren, können Sie uns gerne schreiben, kann auch gerne mal zu Ihnen kommen und wir gucken uns das zusammen an. Es ist natürlich noch, hat noch viele andere Twists, die man da mit einbauen kann, aber das sind die Grundfunktionen und ich hoffe, ich konnte das Ihnen verständlich rüberbringen und stehe jetzt gerne für Fragen zur Verfügung.